Heute ist das Programm Neujahrsempfang und jedes Jahr versammeln wir uns alle hier und laden Gäste ein. So gesehen den Bürgermeister aus Vechta, den Bürgermeister aus Gollenstedt. Damit wollen wir erreichen, dass wir den Mitmenschen oder der Gemeinde zeigen wollen, was wir als Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde für Programme in unserer Gemeinde veranstalten. Das ist quasi ein Durchblick über das ganze letztes Jahr, was wir in den letzten Jahren oder im letzten Jahr alles hier veranstaltet haben in der Gemeinde und bundesweit, was für Programme wir organisiert haben. Wir haben sehr viele Projekte. Gibt es einen Neujahrsputz, Silvesternacht, wo alle feiern, stehen wir morgens früh auf und putzen die Stadt, heben Böller auf und so. Und darüber hinaus haben wir noch Charity Walks. Und das ganze Geld, was wir dort in den Charity Walk einsammeln, spenden wir auch in dieser Gemeinde Vechta. Eine bestimmte Organisation, krebskranke Kinder oder Humanity First und auch andere Organisationen, die in Vechta leben oder sind. Ein ganz großer Projekt, auch Programm, wo wir unsere ganzen Gäste einladen, ist Tag der offenen Tür in unserer Moschee. Die Türen sind offen, alle Gäste sind herzlich willkommen am 3. Oktober. Und das wird auch dieses Jahr auch stattfinden, genauso wie in den letzten Jahren das stattgefunden hat. Das sind unsere großen Projekte, die quasi hier in Vechta oder auch bundesweit stattfinden. Uns ist es ein wichtiges Anliegen, dass wir als Stadt, wir als Gesellschaft jegliche Kulturen, Religionen natürlich zulassen und im Endeffekt auch ihre Richtung, wenn sie bei uns in unsere Denke passen und wenn sie halt dann auch nochmal die gleichen Grundwerte, wie wir sie vertreten, natürlich dann so prägen wollen, wie wir oder wie wir insgesamt es wollen, dass die auch dann aktiv sind. Und es zeigt sich ja, dass gerade ihre Gemeinde, die Ahmadiyya Muslim Jamaat Gemeinde, sehr aktiv ist und mit tollen Aktionen einfach auffällt. Wir wollen halt erstmal den Menschen sagen, dass sie vor den Islam keine Angst haben sollen. Der Islam ist eine friedliche Religion. Was links und rechts passiert, ist halt, hat nichts mit der Lehre des Islam zu tun. Der Heilige Koran sagt, wenn ein Mensch den anderen Menschen tötet, ist es genauso wie, als ob er die ganze Menschheit getötet hatte. Unsere Lehre ist, behandelt eure Nachbarn ganz liebevoll, respektiert eure Mitmenschen, seid friedlich, lebt friedlich miteinander und tut was für die Gesellschaft. Der Heilige Prophet sagt auch, wenn die Seele eines Menschen rein sein sollte, muss seine Umgebung auch rein sein. Dafür veranstalten wir auch Putzaktionen, und um den Menschen zu zeigen, dass unsere Religion eigentlich eine ganz friedliche Religion ist und nichts mit den terroristischen Sachen was zu tun hat.